Glaubst du denn, ist ein Problem in Deutschland, wenn du so einen Film gemacht hast, dass dann Leute, die dich als Schauspieler toll fanden, davor denken, also dann danach denken so, ja, also das geht jetzt gar nicht oder so? Nee. Es ist ja schon bei manchen, also wird ja so in den Medien so dargestellt, als wenn es wirklich ein Problem für die Karriere ist, falls so ein Gerücht kursiert oder irgendwas. Ich habe das relativ offen auch benutzt, irgendwie, um den Film zu promoten und halt irgendwie darüber gesprochen, dass ich durchaus auch schon Erfahrung mit Männern hatte und so. Ja. Und da hat sich natürlich dann die Öffentlichkeit ziemlich draufgesetzt. Also gerade sowas wie Bild-Zeitung oder BZ ist natürlich durchgedreht und fand das wahnsinnig spannend. Ja. Obwohl ich eigentlich nie was anderes gesagt habe, als halt, ich kann nicht voraussagen, ob ich mich nicht auch mal in einen Mann verliebe. Und es hat nichts für mich damit zu tun, was für ein Geschlecht jemand hat. Wenn ich mich in jemanden verliebe, verliebe ich mich halt in jemanden. Und mittlerweile ist halt so, dass es bei Wikipedia als erster Satz steht, dass ich mich offen zu meiner Bisexualität bekenne. Und da ist dann irgendwie schon die Frage, was für seltsame Gedankenmuster irgendwelche Leute haben. Also wenn das auf einmal das Wichtigste ist. Ja, ja. Das ist eigenartig. Männer oder Frauen oder sonst was. Hast du mal versucht, bei Wikipedia was zu verändern irgendwie? Bei dir? Weil mir gab es wirklich totalen Schwachsinn, der drin stand. Journalisten haben mich dann halt immer gefragt und ich dachte, woher kommt eigentlich dieser Schwachsinn? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, das steht doch auch bei Wikipedia. Und dann bin ich hier rauf und dachte, nee, das müssen wir jetzt aber eigentlich korrigieren, weil das ist halt echt gefährlich, diese Scheiße. Ja, und dann korrigiert man es, dann gibt es dann irgendeinen Typ, nö, ich gehe jetzt zurück. Und du fragst dich, hallo, habe sogar geschrieben, hey, ich bin es. Ich weiß es, weil ich bin. Aber dann sagen natürlich im Internet, denken sie halt so, ja, klar, der wäre gern Alec Empire. Ja, genau. Ist richtig. Jedes Mal ist wieder so. Das ist irgendwie so anscheinend eine ziemlich seltsame Gemeinde, dieses Wikipedia-Ding. Also gerade was das Politisches angeht, das ist halt, die haben einfach definitiv antisemitische Einträge da drin, die nicht gelöscht werden. Dann werden aber linksradikale Sachen sofort gelöscht, komischerweise. Ja. Irgendwie und so. Das ist einfach irgendwie so eine ganz seltsame Community von irgendwelchen Computer-Nerds, die, glaube ich, ein seltsames Weltbild haben. Die Gefahr ist halt nur, dass die Leute eigentlich im Prinzip mittlerweile öffentliche Meinung bestimmen. Das ist ja ein Medium mittlerweile, Wikipedia, wo sich halt jeder Journalist drin informiert. Was sowieso irgendwie auch bescheuert ist, dass Journalismus mittlerweile darauf hinausgelaufen ist, dass die bei Google einmal deinen Namen eingeben, irgendwie 5 Einträge lesen und danach Fragen stellen darüber. Also man denkt so, eigentlich könnte man sich ja schon auch ein bisschen mehr mit der Arbeit oder mit dem Leben beschäftigen als nur. So Copy and Paste, ne? Ja. Immer zack, 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 zack. Ja, ist halt eben die Frage, ob das cool ist, dass wirklich alle alles wissen können oder ob nicht Wissen auch eben damit zu tun hat, dass man sich das irgendwie aneignen muss mit einer gewissen Anstrengung und dadurch halt auch wahrscheinlich irgendwie eine intellektuelle Fähigkeit entwickelt halt, die man wahrscheinlich über Wikipedia nicht mehr entwickelt, wenn man einfach nur irgendwas liest, um so mitreden zu können. Ja, genau. Das ist ja eigentlich auch wie bei 1984. Ja, obwohl es ja eigentlich Wikipedia an sich irgendwie das absolute Ideal von einer basisdemokratischen Wissensgesellschaft ist. Aber im Prinzip dann halt wieder mal bewiesen wird, dass Basisdemokratien zwar eine sehr hehre Idee ist, aber totale Scheiße in Ausführung. Muss geübt werden irgendwie. Also Fazit, Internet ist scheiße. Ja, genau. Fazit, Internet. Wir müssen das Internet stoppen. Heute Nacht in Wien.